Das einhändig geführte Schwert und der kleine Faustschild waren über Jahrhunderte eine der gebräuchlichsten Waffenkombinationen Europas. Fechtschulen, die den Kampf mit Schwert und Buckler lehrten, werden bereits zur Zeit Friedrich Barbarossas in Dokumenten erwähnt. Die wendigen und leichten Waffen wurden nicht nur im Krieg eingesetzt, sondern insbesondere beim sogenannten Bloßfechten, dem Kampf zwischen ungerüsteten Gegnern. So zum Beispiel im mittelalterlichen Gerichtskampf, bei dem Kläger und Beklagter ihren Streit nach strengen Regeln mit der Waffe ausfochten. Das Bucklerfechten wurde aber auch als Kampfsport praktiziert und war bei krawallsüchtigen Handwerksburschen nicht weniger beliebt als bei vornehmen Edelleuten. Natürlich diente das tägliche Fechttraining auch zur Vorbereitung auf den Ernstfall in Zeiten von Krieg, Fehde und Straßenraub. In mehreren Handschriften wurden die eleganten und effektiven Techniken des Bucklerfechtens bewahrt. Allerdings richteten sich solche Fechtbücher seinerzeit an ein fachkundiges Publikum, bei dem grundlegende Fertigkeiten und taktisches Wissen vorausgesetzt werden konnten. Der moderne Adept des Kampfes mit Schwert und Buckler muss sich diese Grundlagen erst mühsam erarbeiten. Hierbei möchte die vorliegende DVD Hilfe und Anleitung bieten. Körpermechanik, Waffengebrauch und taktische Prinzipien werden demonstriert und ausführlich erläutert.